Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Vampire's Dawn 3, The Crimson Realm. Wir müssen erstmal jemanden finden, der hier einen Auftrag ausgegeben hat. Warst du es? Aber ich warte. Oh, warte mal, ist hier was? Krieg tut gut, ja, okay. Vielleicht hat ja dieser Guts diesen Auftrag gegeben, den wir. Was, Guts? Den wir umgebracht haben? Beziehungsweise der uns angegriffen hat, das könnte ganz gut sein. Was hast du denn? Die Standardsachen, die ich jetzt überall kriege. Jetzt kostet das schon 900, ist jetzt super. Solange ich die Essenzen habe, komme ich eigentlich ganz gut klar mit dem Blut, das ich habe. Und davon habe ich ja jetzt echt viele gefunden im Spiel. Du warst eine normale Schickse, oder? Welchen Ecken muss man nicht schützen? Okay. Aber schön, das war die Sichel. Gehen wir erstmal unten rum. Du warst auch nur normaler Typ, nicht wahr? Dann bist du geworden. Ah, warte mal, habe ich genug Fila? Nein, habe ich nicht. Mist. Mit dir konnte ich auch was machen. Oh. Ich will die in meinen Diensten haben, tatsächlich. Das Geschenk ist etwas okay. Ich kann nicht gehen. Okay. Hat man schon. Was wir haben? Schaffen. Aha. Oh. Die behalten wir mal noch. Langsam wird's doch. Verleiht eine geringe Regeneration im Kampf. Das gefällt mir. Blizzard.
Und sie sind weg. Jetzt kann ich sie auf jeden Fall holen. Das wollte ich auch schon ewig. Ja. Na schön. Wunderbar. Dann gib mir bitte das Geld. Hier bitte sehr. Und du machst die bereit für meinen Zaumspruch. Danke. Dann später. Irgendwas gefällt mir nicht an ihr Gebieter. Nur eine weitere Hure, mit der er sich umgibt. Ah, das ist die Celine? Halt dein verdammtes Maul, Schlampe! Und ich reiß dir deinen Zungen raus. Los, versuch's doch. Genug jetzt. Sie wird uns nützlich sein. Und das war's. Wir gehen jetzt weiter. Ein kleines Miststück. Höre, ihr Schlampe. Ich würde aber auch sagen. Ausrüstung. Dass ihr gut Rüstung kommen könnt. Braucht ihr was? Du warst auch nicht mehr besonders, oder? Das sieht aus wie aus. Wahrscheinlich könnte man die befreien. Wie die sich Leute sich aber auch für was Besseres halten, nur weil sie schon länger irgendwo dabei sind. Man darf nie vergessen, man selber war ja auch mal Rekrut. Es hätte auch sein können, dass es vielleicht an denen hier dieses Ding gegeben musste. Was nicht. So, Papieretikette. Halt erledigt. Was ich einfach rede. Ah, ich glaube, er ist es. Ich meine, das Schwein, das desertieren wollte und dann den Vampirkriegern, die ihn zurückkommen wollten, in einen Fall gelockt hat. Sein Darstellung klang irgendwie anders. Ihr habt mit ihm gesprochen? Wo ist das Schwein? Hier. Noch frisch und saftig. Ihr habt ihn erledigt? Das kommt etwas überraschend. Ich hatte einen anderen Kopfgeldjäger engagiert. Sagen wir mal, er hat es nicht geschafft. Und das ist bedauerlich, aber am Ende für mich auch egal. Wichtig ist nur, dass der Deserteur-Verräter seine gerechte Strafe erhalten hat. Damit bleibt. Ja, ich. Damit habt ihr euch das Kopfgeld verdient. Hier bitte. Sehr gut, danke. Ob ein Deserteur wirklich sterben muss? Damit ist die Töre nicht mit dem Tod bestraft, führt das zu einer Untergrabung der Autorität der Führung. Und irgendwann würde jeder desertieren, wenn ihm eine Kleinigkeit nicht passt. Ob auf Desertieren gleich der Tod stehen muss? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Nach dieser Einstellung seid ihr hoffentlich nicht als Rekruten für dieses Schloss angetreten. Sonst müsste ich jetzt Gedanken über eure Kriterien zur Rekrutenerhaltung. Wir sind keine Rekruten. Besser so. Aber ihr habt euer Geld erhalten. Dann möchte ich nicht euch bitten zu gehen. Nur zu gerne. Die Menschlichkeit ist gestiegen bei dem, was ich gesagt habe. Aber es muss, du musst nicht gleich sterben, nur weil du desertierst, finde ich. So. Hart drin. Ach, das war da. Oh nein, da wollte ich nicht hin. Ach Mann, ich bin so dumm. Ich mache gerade übrigens von dem Spiel jeden Tag eine Aufnahme. Oder fast jeden Tag, weil es einfach so viel Spaß macht.
Gefällt mir wirklich. Ich hätte es nicht gedacht, weil anfangs hat es mich auch genervt, dass ich keine Freiheiten hatte. Aber dieses Spiel macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist auch so viel Witz drin. Klar, die Mono. Also, was mich so wirklich stört, ist diese ständige. Die labern manchmal einfach ein bisschen zu viel. Dass sie halt alles immer wieder doppelt und dreifach sagen müssen. Aber darüber kann man hinwegsehen. Ach, hier bin ich doch. Mal schauen. Mit 10.000 Filar kann ich auch was anfangen. Du bist nicht so. Ja. Könnte dann eigentlich schon mal schauen, ob der Meister der Tränke was für uns gebracht hat. Warum sollte man sich einfach so ein Herz in seine Wohnung legen? Das stinkt doch irgendwann einfach nur. So was Normales, oder? Was auch niemand Besonderes. Ah, könnte ich noch erinnern, als wir absolut abgebrannt waren. Ich meine, jetzt habe ich immerhin 10.000 Filar in der Tasche, aber das ist eigentlich immer noch nicht viel. Okay. Ich brauche mehr Seelen. Ja, bla, Schutz und Frieden ist menschlich. Ja. Du hast auch nicht, oder? Da muss ich mich mal selber kümmern. Von mir aus. Ich würde gerne Menschen irgendwo kaufen. Aber irgendwas sagt mir auch, dass dadurch, dass ich Verdammnisklinge immer weiter stärker mache und ich immer mehr Leute opfere, dass ich wirklich am Ende ein schwereres Los habe. Das könnte tatsächlich passieren. Ich dachte mir, ja, Kranke, das war der Regengeist hat, glaube ich. Du bist einfach nur eine Händlerin. War nicht gerade jemand? Ah, da. Du warst auch nicht, oder? Überlege, ob ich die Quest einfach von dem Typen so mache, ohne dass ich jetzt die Nummer 4 finde. Weil, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich hätte gedacht, ich habe die Nummer 4 schon mal gefunden. Aber bevor ich die Quest gekriegt habe, wahrscheinlich habe ich mich aber auch geirrt. Habe ich nicht noch ein Bild für dich? Ja. Ja. Strahlende Rüstung. Oh. Ja, ich habe 3. Oh. Wie viel fehlen denn noch? Bestimmt noch etliche. Ich kann mich gar nicht mehr an dieses Bild erinnern. Kann man da irgendwie rein?
Wir haben ja Geheimgänge nicht eigentlich mittlerweile angezeigt? Ich bin mir nicht sicher. Da sind anscheinend noch ein paar Bücher drin, an die ich nicht rankomme. Vielleicht lässt sie mir aber auch den Schlüssel, wenn ich den alle habe. Mithrilsäbel. Mithrilkralle. Selten und gut. Ah, da wir jetzt Level 50er haben. Taufer 2. Ich habe ja gesagt, ab Level 50. Leisten kann ich es mir, ja. Vielleicht auch nicht. Geschwindigkeit, okay, die brauche ich eigentlich. Ach, verdammt, jetzt bin ich blank. Geld ist einfach so schnell weg. Okay, da habe ich es. Nee. Oh, was wollte ich da? Eisenstiefel bestimmt. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht doch nicht ablegen sollte, aber. So. Oh ja, da liegen mittlerweile ein paar Welten dazwischen bei manchen Sachen. Oh ja. Okay, das maximale Leben, aber drauf gepupst. Ah, mir fehlen noch einmal Mithrilstiefel, okay. Ich hatte doch noch was anderes. Lichtmagie-Schaden. 100% Immunität, das ist ja auch cool. Kriegen magische Regeneration. Abwehr magische Angriffskraft. Nee. Okay, ein bisschen weniger Abwehr. Der magische Angriff und Regeneration. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Gut, jetzt zum ersten Mal wieder ausgerüstet. Wir haben ja bisher nur Gegner gesehen, die Auto-Regener hatten. Einmal. Stunden hier. Warte, wie viel Erfolg. Wir hatten schon unseren Spaß, wenn es gab. Was? Verdammt, ich will mein Pferd zurück. Ach ja, das Skelett. War hier noch jemand, den ich anquatschen konnte? Ah ja, das hier kennen wir schon. Hat man ja auch schon. So sieht es also aus.
Ja, da kommt man wirklich nicht rein. Ich will den Kopf loswerden. Er hat natürlich die gleichen Müll. Kann erstmal so bleiben. Schlupfknochen kriegen. Die Ringe will ich alle behalten. Die sind einfach. Wenn man bedenkt, was du bezahlst für den Kauf und was du rauskriegst. Das ist ja eigentlich ein Witz. Das kann, also die müssen ja Geld haben oder Ende, wenn angenommen alle hier bei allen läuft das so. Habe ich mit dir schon gequatscht? Schlampe. Wo zum Teufel könnte ich sie versteckt haben? Ich hatte Kopfgeldjäger, findet sie. Kopfgeldjäger? Vielleicht sind wir ja beide richtig. Was? Wer seid ihr? Hast du einen Kopfgeldjäger beauftragt, um eine Vampirmarkerin zu legen? Vielleicht, wer will das wissen? Nun, ich habe ja einen Kopf, der dich interessieren dürfte. Oh, verdammt. Er hat den verfluchten Schädel mitgebracht. Was hast du sonst erwartet? Ach, keine Ahnung. Ich habe Kopfgeldjäger beauftragt, dass er sie erledigt. Der hätte ich vermutlich auch ihr Amulett oder sowas beweisgereicht. Da war kein Amulett. Nun, ihr habt ja ihren Kopf, als was ihr jetzt tut. Soll ich fragen, was aus dem Kopfgeldjäger wurde, den ich eigentlich beauftragt hatte? Der hat wohl kein Kopfgeld mehr einsammelt. Nun wollt ihr anstelle von ihm das Kopfgeld haben? Richtig. Und es wäre besser für dich, wenn du uns jetzt das Kopfgeld gibst. In Ordnung, ich bezahle euch. Ich fühle mich gerade nur, ich weiß nicht. Ich wollte Mischstück eine Lektion erteilen, aber jetzt, wo ich ihren leeren Augen in ihren blutigen Schädel erschaue, und vielleicht war sie zu töten, dachte das zu viel. Die Reue kommt aber reichlich spät. Tja, ich werde schon darüber wegkommen. Hier ist das Geld, das ich für ihren Tod ausgesetzt habe. Gut, ich lasse den Kopf hier. Du kannst ihn dir als Erinnerung irgendwo hinlegen. In Ordnung, macht wie ihr denkt. Und nun geht bitte. Du hast deine Partnerin wie Projekt verhandelt und sich dann ermorden lassen. Du bist ein elendes Schwein. Was? Zu klein Zungeweib. Sie hat recht und muss sterben, also. Lass es gut sein. Du weißt doch gar nichts, was sie getan hat. Was genau vorgefallen ist. Also lass es einfach sein, Alain. Du bist kein bisschen besser als er. Als ob es mich kümmert, wie du über mich denkst. Ganz ernsthaft, er hatte aber recht. Er hatte recht. Du weißt nicht, was vorgefallen ist. Vielleicht hat sie ja wirklich den Tod verdient. Und er hat jetzt nur Reue empfunden. Okay, was haben wir noch als Quests offen? Die Vampir-Etikette mache ich jetzt einfach mal. Linak. Mist, da war ich von. Egal. Einfach zu sagen, ich hänge mich jetzt überall rein wie ein Teebeutel, ist nämlich eigentlich auch nicht richtig. Oh. Ja, wenn ich schon mal hier bin und... ich mach mal kurz zwischenspeichern. Auf wie viel sind wir denn jetzt? Minus 28 plus minus 0 Geschäft. Oh, da oben ist ein Geist. Was bist du denn? Ein Sensenmann! Okay, versuch mal erstmal anzugreifen. Es geht. Er hat auch Autoregener. Moment, Asgard hat keine. Oh, doch, hat er. Wird nicht angezeigt, interessanterweise.
Also wenn er wirklich nur so drauf ist, dann ist es relativ simpel. Er wird allein Balnas Heilzauber ausreichen, um uns permanent hochzuheilen. So. Ne, warte mal. Achso, das ist eine Sense, die er in der Hand hat, tatsächlich. Das letzte Gefecht mache ich aber nicht nur, um mich zu heilen, sondern auch, um doppelt angreifen zu können. Todesblick. Okay. Von mir aus. Man merkt, dass der uns unterlegen ist, weil wir kriegen kaum Rachepunkte für das, dass er uns angreift. Aber er hat unglaublich viel Leben. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Ich wollte gerade sagen, wie viel kalt das ich eigentlich, aber ist eigentlich auch fast los. Und solange seine Defensive unten ist, kriegt er auch ordentlich Schaden. Hier gibt es uns jetzt mal eine Vampirheilung. Nicht, dass er doch noch ein paar gemeine Sachen auf Lager hat. Lichtvernichter. Jeder hat eine Lichtrune, von daher. Das war ein starker Angriff tatsächlich. Also er heilt sich sehr gut hoch, muss ich sagen. Das ist schon heftig, das ist echt harter Tobak. Ich habe übrigens Asuka das Ding gegeben, weil er eigentlich der Einzige ist, der... ...der die Regeneration so richtig braucht. Er ist im Grunde mein letzter Trumpf, weil er sich auch selbst heilen kann. Und dann auch die Gegner vergiftet, wenn sie ihn angreifen, weil das könnte halt wirklich einen Vorteil bringen. Eine dauerhafte Heilung. Gegen jetzt anderen Sachen. Okay, Balnar muss dann erstmal alle heilen. Hä? Ach, das war der Fluch. So ein Scheiß. Das macht Fluch also. Also muss ich mir merken, ich muss das Schamanpulver einsetzen in dem Fall. Nee. Hattest du nicht eine Lichtreinigung oder sowas? Weiter Schwung, ein Angriff, der alle Gegner trifft. Sollte ich mir vielleicht mal merken. Aber irgendwer von uns hatte doch eine Art Lichtreinigung. Ich habe noch Schamanpulver. Thank you.
Oh, das war ein guter Treffer. Ja, und die Clownrache, bevor Celine angreift, dann tut das jetzt richtig weh. Okay, Vayner ist blind. Asuka. Ich weiß nicht, warum ich die beiden immer vertausche. In der nächsten Runde gucke ich mal, dass ich die Schamanpulver einsetze. Er ist blind. Vielleicht soll Asuka das Schamanpulver einsetzen, weil er eh blind ist. Habe ich nicht noch irgendwas, was... Probieren wir es mal. Ob die Blutpastete was bringen? Ich meine, die war teuer, aber... Oh ja, hat geholfen. Noch ein Klingsturm. Oh Mist. Ja, vielleicht in der nächsten Runde könnte ich ihn haben. Vielleicht aber auch noch nicht. Meine, der hat wirklich so unglaublich viel Heilung. Du hast nur eine Chance, indem du ihn richtig niedermetzelst eigentlich. Das war ein guter Schlag. Also wenn du nicht genug Angriff hast, hast du eigentlich gar keine Chance, dass du was jetzt vielleicht... Boah, ist das schon eine starke Seele wert? Normale Seele noch.